Hallo, mein Name ist Jens Kraus und ich bin der Museumsleiter des Fränkisch-Schwarz-Museums in Tüchersfeld. Heute zeige ich Ihnen aus unserer Sammlung einige Objekte aus der neueren Geschichte, und zwar aus der Zeit des Dritten Reiches. Thematisch geht es darum, wie hat die NSDAP in den 30er Jahren versucht, die Bevölkerung auf dem Land auf ihre Linie zu bringen und ihre Inhalte zu vermitteln. Ich werde Ihnen jetzt im Folgenden verschiedene Propagandamittel der NSDAP zeigen. Das ist zum einen ein NSDAP-Ortsschild, ein Führerquartett um 1935 und eine Filmsequenz aus den Jahren 1939-1940. Das NSDAP-Ortsschild ist schwarz emailliert, 87 cm hoch und 64 cm breit. Das Ortsschild der NSDAP war standardisiert. Es hing in allen Orten Deutschlands. Unser Objekt stammt aus Walschenfeld hier in unserer Region. Auf dieser NSDAP-Ortstafel stellt sich die Partei als Person dar. Hier spricht die NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Die direkte Ansprache an die Bevölkerung kommt darunter: Volksgenossen, braucht ihr Rat und Hilfe, so wendet euch an die NSDAP. Die Namen der verschiedenen Parteifunktionäre wurden dann handschriftlich angeschrieben benannt. Beispielsweise hier dann der Blockleiter der NSDAP, hier würde dann der Name hinkommen, oder dessen Stellvertreter hier die Blockwalter. Bei unserem Exemplar ist das Hakenkreuz unter dem Reichsadler nachträglich entfernt worden. Ein Blockleiter ist verantwortlich für die politische Kontrolle auf dem Land von 8 bis 10 Bauernhöfe. Der Blockleiter führt eine Hauskartei. In dieser Hauskartei notiert er die politische Gesinnung der Bewohner des entsprechenden Hauses. Wie äußern sich diese Bewohner zur Partei, zur politischen Situation? Hängen diese Bewohner die Flaggen raus? Also im Grunde, der Blockleiter ist der Spitzel der Partei gewesen. Seine Helfer, die Blockwalter, übernehmen ähnliche Funktionen. Die Informationen des Blockleiters flossen in die Monatsberichte der NSDAP-Kreisleitung an die Gauleitung ein. Wir haben in der Fränkischen Schweiz die ganz besondere Situation, dass der Landrat des Landkreises Ebermannstadt gegen den ausdrücklichen Befehl in den letzten Kriegsmonaten diese Berichte nicht vernichtete. In fast allen anderen Landkreisen in Deutschland wurden diese NSDAP-Berichte vor den anrückenden Alliierten vernichtet. In der Fränkischen Schweiz, in dem Landkreis Ebermannstadt, sind sie bis heute erhalten. Eine ganz besondere Situation. Aus diesen Berichten wird beispielsweise deutlich, dass 1936 die Kreisleitung aufzeigt, dass durch normale Parteiveranstaltungen die Ziele und die Inhalte der NSDAP eigentlich nicht in die breite Bevölkerung zu bringen sind. Der Grund: diese Parteiveranstaltungen sind in der Region einfach ganz schlecht besucht. Er stellt aber in seinem gleichen Bericht fest, dass Heimatabende und Kulturabende sich größter Beliebtheit erfreuen und dort auch Frauen anwesend wären. Und das wären die perfekten Veranstaltungen, um die Ziele und Inhalte der Partei unter die Bevölkerung zu bringen. Aus unserer Region gibt es eine Filmaufnahme von 1939-1940, die einen Erntedankumzug zeigt. Das ist eine solche Brauchtumsveranstaltung, die von der NSDAP eindeutig instrumentalisiert wurde. Wenn man sich den Film genau anschaut, sieht man, dass sobald Parteifunktionäre in Uniform vorbeimarschieren an den Zuschauern, die Arme zum Hitlergruß bei den Zuschauern hochgehen. Auf der Filmaufnahme erkennt man auch einen bislang unbekannten NSDAP-Parteifunktionär, der parallel des Zuges läuft. Es scheint so, als wenn er den Zug in irgendeiner Art und Weise beaufsichtigen bzw. organisieren würde. Die für unsere Region sehr, sehr seltene
Filmaufnahme zeigt sehr viele Flaggen, die von den Häusern oder vom Kirchturm hängen. Es handelt sich dabei um die Hakenkreuzflagge sowie um die schwarz-weiß-rote Reichsflagge. Seit dem Reichsflaggengesetz 1935 waren Institutionen verpflichtet, ihre Gebäude mit der Reichsflagge und der Hakenkreuzflagge zu schmücken. Privatpersonen war das zwar freigestellt, doch notierte sich der Blockleiter die Namen oder die Häuser, die eben keine Flagge zu besonderen Anlässen gehisst haben. Dieser Film von 1939, 1940 zeigt am Ende auch noch ein Beispiel dafür, wie die NSDAP versucht hat, neues Brauchtum in die Region einzuführen. Und zwar die NSDAP ja fasziniert vom Germanentum und von der sogenannten nordischen Kultur, hat einen Tanz in unsere Region versucht einzuführen, der völlig unbekannt war. Es handelt sich um den Bändertanz. Der Filmemacher selber schreibt in einer Einblendung, dass der Bändertanz unbekannt in unserer Region sei, er wird aber hier und da mal getanzt. Welche Bedeutung die NSDAP diesem Tanz und dieser sogenannten nordischen Kultur entgegengebracht hat, erkennt man daran, dass der NSDAP-Parteifunktionär ganz bewusst in der ersten Reihe der Zuschauer steht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieser Tanz bei uns nicht halten gekonnt und er ist völlig aus dem Brauchtum verschwunden. Die NSDAP manipulierte auch die Kinder in ihrem Kinderzimmer. 1935 kam das Führerquartett auf den Markt. In diesem Führerquartett wird Adolf Hitler praktisch als Messias dargestellt. Das Führerquartett glorifiziert den Lebensweg von Adolf Hitler. So ist unter des Führers Werdegang einmal der verkannte Deutsche, dann ist der Verurteilungsort der Putschisten von 1923, wird als unter der Rubrik des Führers Leidensweg zu erkennen. Weiter im Führerswerdegang gibt es die Karte der allverehrte Volkskanzler und es wird auch der Führer als Vorbild thematisiert. Hier habe ich eine Karte herausgesucht, der Führer als Kinderfreund. Nicht nur der Führer wird glorifiziert, sondern es werden auch andere NS-Größen dargestellt unter der Rubrik Deutschlands führende Männer. Hier beispielsweise habe ich herausgesucht Josef Goebbels, Minister für die Reichspropaganda. Mit diesem Spiel hat die NSDAP schon bereits die Kinder deutlich auf Linie gebracht. So viel heute zu unserem Beitrag Streifzüge durch das Fränkische Schwarzmuseum zu einem sehr ernsten Thema. Wie hat die NSDAP in den 30er Jahren die Bevölkerung auf dem Land manipuliert und beeinflusst? Heute in Demokratien müssen wir auch unsere Informationen überprüfen, unsere Quellen überprüfen, wo kommen unsere Informationen her. Eine gewisse Medienkompetenz ist heutzutage unabdingbar. Die Objekte, die wir Ihnen, diese Propagandaobjekte, die wir Ihnen heute präsentiert haben, sind alles Originale. Sie liegen im Fränkischen Schwarzmuseum im Magazin und sie sind nicht in der Dauerausstellung zu sehen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.